Gehen wir mal da weiter. Gut, wir können jetzt hier... Hier haben wir jetzt drei. Gehen wir mal ins ganz links als erstes. Hier haben wir jetzt zwei. Gehen wir mal ins untere. Und jetzt geht's wieder mit einem weiter. Garantiert irgendwo fallen wir dann runter und kriegen einen Schatz oder so. Anders weiß ich sonst nichts. Ach, und deswegen, da ist... Deswegen wird die Hand da sein. Die bringt uns dann wieder zurück. Wow, das war knapp. Das heißt, wenn wir unten sind, dann müssen wir uns von der Hand einfach... Ja, da ist die große Kiste. Okay. Schauen wir aber mal, vielleicht haben wir... Ja, die sind wieder da. Dann holen wir uns die erstmal wieder. Mal wieder ein paar Bomben dann auch. Pfeile, ein Herz. So, dann lassen wir uns gleich mal wieder holen. So, also nochmal ins zweite rein, weil da könnt ihr vielleicht... jetzt kann man ja einen anderen Weg gehen. So, hier will ich jetzt nochmal da links rein. Weil da gab es ja dann den zweiten Weg auch noch nach oben. Vorhin sind wir nach unten, jetzt gehen wir hier mal nach oben runter. Und da bin ich hier mal gespannt, wo wir jetzt auftauchen. Okay, hier gibt es nur dieses eine Loch. Dann gehen wir mal rein. Aua. Okay, da geht's nicht weiter. Gibt es auch nur dieses eine Loch. Wieder nur ein Loch. Ja, hier müssen wir die Treppe hoch. Und Treppe runter. Und ins Loch rein. Ja, ne Schatztruhe. Mist. Das war ein bisschen blöd. Wir sind einfach weitergefallen. Halt, wir könnten uns ja wieder... Magie brauchen wir eh nicht. Gucken wir uns nur die drei hier. Eigentlich brauchen wir eh bloß die zwei... das Herz und die Bomben. Okay, wir müssen also irgendwie zu der Truhe kommen, aber durch diesen Weg klappt es nicht. Dann nehmen wir jetzt den nächsten. So, wir können... Ich springe jetzt mal hier rein. Hier gibt es nur noch einen Weg. Was finden wir hier? Wieder ein Loch. Und ein Loch. Langsam müssen dem Link doch mal die Beine wehtun, oder? Ich kann hier gleich nur, direkt nur runterspringen. Wow. Da ist wieder eine Truhe. Aber wir kommen nur hier ins Loch rein. Und ins Loch. Und da ist das Teil für den Masterschlüssel. Ah, schade. Okay, wir sind jetzt wieder unten. Nehmen wir uns gleich mal mit. Okay. Dann haben wir jetzt in dem zweiten Gang nur noch eine Möglichkeit. Nämlich die nach ganz rechts. Die hier. Weil wenn wir uns da mit dem Enterhaken an die Ritterstatue ziehen würden, aua, würde uns auch nichts... Ah, hier sind wir dann hier. Die zweimal schon... Unkappt. Mist. Ja, egal, wenn wir jetzt nicht weiterkommen, dann lade ich einfach nochmal neu. Das heißt, wir müssen nur hier lang.
Da geht's nicht weiter und hier geht's auch nur hier weiter. Wo sind wir jetzt? Okay, wieder Höhle. Loch. Und ab ins Loch. Ins Loch. Aua. Hier, ich springe ja schon in mein Loch. Keine Sorge. Und wieder unten. Nee, wisst ihr was? Dann lade ich jetzt einfach nochmal den Spielstand. Dann haben wir wieder, erstens wieder unsere Fee und zweitens, haben wir dann... knapp. Eigentlich geht es mir nur um die Fee. So, springen wir mal hier runter. So, hier ist ein Loch und da ist ein Loch. Springen wir mal hier runter. Okay, irgendwie glaube ich, dass wir in dem Loch hier vorhin reingesprungen sind gerade. Also springe ich jetzt mal hier rein. Da kommen wir nur da weiter. Also viele Möglichkeiten haben wir ja eigentlich gar nicht mehr. Hier können wir auch nur da runter. Und ab ins Loch. Komme ich hier? Nein. So, hier geht's. Aua. Auch nur hier runter. Jetzt bin ich dann wahrscheinlich in der... Ja, jetzt bin ich bei der Lava. Können wir uns wieder ein bisschen Leben holen. Okay. Dann geht's jetzt wieder hier runter. So, dann muss ich mal schauen. Wir waren hier oder hier. Hier müssen wir nochmal runter. Genau, da sind wir nämlich hier. Und jetzt hier sind wir vorne runtergesprungen. Jetzt springe ich hier runter. Dann geht's hier runter. Nein! Okay, anderen Weg geht's. Doch, ich hätte da mit dem Enterhaken hin können. An dem Totenkopf wäre es gegangen. Hä? Ah, okay, ich muss da runterspringen. Glaube ich mal. Also den Weg gehen wir dann gleich nochmal. Und dann springe ich aber mache ich mit dem Enterhaken an den Totenkopf. Gehe ich dann rüber. Da ist die Truhe. Okay. Und dann sind wir hier. Dann holen wir uns gleich wieder ein Herz. Ja komm, hol mich ab, du Hand. Danke. So, ich muss jetzt dort und dann muss ich dahin. Und dann muss ich da runter. Es wird langsam immer schwieriger, mir zu merken, wo wir überall waren. Und dann muss ich da lang. Und wir sind diesmal da runter. Und jetzt müsste das kommen, wo ich mit dem Totenkopf hin könnte. Nee. Aber hier. Ja. So, dann springen wir doch mal da runter. Ah, okay, ich muss jetzt hier runterspringen. Ah, und jetzt lande ich vielleicht bei der Truhe. Aua.
Nee? Also gut, ich komme hier nur da so runter. Fast. Da rechts war die Truhe. Oh, aber hier gibt es wieder zwei Wege. Gehen wir mal. Okay, jetzt sind wir unfreiwillig nach oben gegangen. Den Weg gehe ich nochmal und dann gehe ich das untere Loch rein. Ins untere Loch rein. So, komm schon. Danke. So, die Kettenhunde, die sind so strohdumm eigentlich. Die kann man locker austricksen. Also in diesem Loch, da sind wir jetzt schon so oft runtergefallen, aber da gibt es auch so viele Kombinationen. So, hier runter. Wir sind immer noch nicht in das rechts unten gegangen. Dann müssen wir hier runter. Dann gibt es jetzt nur ein Loch, wo wir rein können. Und jetzt kann ich wieder mit dem... Das gibt's doch nicht. Der hat doch gerade eben erst einen Absturz gehabt, oder? Nee, Tatsache, halbe Stunde. Der stürzt echt alle 15 Minuten ab? Wieso stürzt er alle 15 Minuten ab? Ja, der hätte wenigstens noch warten können, bis wir wieder unten in der Lava sind. Oh. Aua. Okay. Aua. Auf einmal trifft mich jeder Kettenhund. Ja, gut, der jetzt nicht. Rein. Da rein. Da rein. Und jetzt dann wieder mit dem Enterhaken. Hast mich nicht erwischt, haha. Und da runter. Jetzt fahren wir gleich wieder, du in die nächste Etage runter? Nee, doch nicht. Aua. Fahren wir hier in die nächste Etage runter? Ja, hier war's. Wir haben nur noch ein Herz. So, und jetzt schnell da runter. Wo kommen wir denn jetzt hin? Hier hin. Okay. Ach, wisst ihr was? Ich lade einfach, dann haben wir wieder mehr Herzen. Und natürlich wieder das ausgewählt. Aua. Ich habe mir natürlich sofort in den Ketten und rein gezogen. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Jetzt muss ich kurz überlegen. Da hätte ich jetzt, glaube ich, alles. Dann gehen wir jetzt da lang. Und da habt ihr das gesehen, da war eine Ritterstatue. Das heißt, wir können uns da auch ranziehen. Aber natürlich... Okay, hier waren wir schon. Da könnten wir rein. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Gehen wir mal da runter. Weiter in die nächste Ebene. Okay, hier ist eine Sackgasse. Hier könnten wir da rein oder da. Ich gehe mal da lang. Wo komme ich jetzt hin? Wo? Oh, ich wäre jetzt fast in die Laserstatue reingegangen. Da ist. Da können wir rein. Oder da? Gehen wir erstmal da links rein. Okay, ich lade nachher sowieso wieder neu. Aber jetzt schauen wir erstmal, wo wir da hinkommen. Jetzt lass mich doch einfach mal vorbei. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Und dann komme ich nur hier runter. Und dann... Ah, okay. Da bin ich bei der Mastertür. Okay, das müssen wir uns merken. Zum Glück, der hat mich jetzt nämlich erwischt. Der hat mich auch so wieder erwischt.
Okay, ich werde den Weg zur Mastertür vergessen. Den werde ich sowas von vergessen, da bin ich mir sicher. Okay. Erstmal hier runter. Dann sind wir, glaube ich, hier runter. Genau, hier sind wir nämlich so runtergefallen. Und jetzt müsste es nochmal eine Möglichkeit... Genau, da bin ich jetzt hier runter und wir gehen jetzt hier runter. Also vorhin bin ich da unten runter. Dann komm mal hier hin. Aua. Ja, die Truhe. Du hast den großen Schlüssel erhalten. Dies ist der Hauptschlüssel des Dungeons. Er kann viel mehr Türen öffnen als die kleinen. Gut, das heißt, wir haben jetzt den großen Schlüssel. Also da werde ich dann speichern, wenn wir wieder oben sind. Auch mit so wenig Leben, aber wir haben ja noch eine Fee. Und wir kriegen ja hier immer wieder ein Herz. Komm, hol mich. So, wir brauchen aber noch den großen Schlüssel für die große Truhe. Und die große Truhe brauchen wir auch noch. Aua, ich war doch schon in der Tür drin. So, ich glaube, wir haben da dann noch einen Gang, wo wir hin können, glaube ich. Oder? Klasse, das lade ich dann nachher gleich nochmal. Vielleicht sollte ich auch mal rausgehen und dann ein paar Herzen sammeln. Könnte ich auch machen. Nicht, oder? Nee, genau, wir sind da runter. Ich schaue jetzt einfach nochmal. Weil ich mir nicht mehr sicher bin. Genau, wir sind vorhin die ganze Zeit links runter. Jetzt gehen wir mal hier runter. Okay, ich könnte... Ah, nee. Das weiß ich, was es ist. Da komme ich nicht hoch. Dann gehen wir mal da runter. Komme ich hier runter?